Luigi wollte nur ein paar Kürbisse für Halloween besorgen. Plötzlich greifen Geister an und Luigi ist tot? Zumindest ist er jetzt ein Skelett. Wir müssen ihn retten. Halloween ist endlich da. Alle Jahre wieder. Ich freue mich. Heute gibt es Süßes oder Saures. Luigi, Luigi, wir müssen unbedingt um die Häuser ziehen und nach Süßem oder Saurem Luigi, was ist passiert? Mario, ich weiß auch nicht. Luigi, du bist ein Skelett. Bist du etwa... Meinst du tot? Ich weiß es nicht. Oh nein, wie ist das passiert? Naja, ich wurde von einem Geist angegriffen und jetzt sehe ich so aus. Aber warte, Luigi, wenn du noch sprechen kannst, dann musst du ja noch am Leben sein. Ja, glaubst du? Das ist bestimmt ein Fluch von den bösen Buhus. Warte, ich knöpfe sie mir vor. Luigi, bleib wo du bist. Ich mache mich sofort auf den Weg. Buhus, ich komme. Ah, viel Erfolg, Mario. Bitte rette mich. Okay, da wären wir auch schon. Wo seid ihr, Buhus? Hey, kleiner Buhu, wo ist der Anführer? Wo ist König Buhu? Der ist im Hinterzimmer. Wirklich. Okay, dann mache ich mich sofort auf den Weg. Ah, dieser Buhu muss den Fluch brechen und Luigi zurückverwandeln. Der kann doch nicht ausgerechnet an Halloween als Skelett herumlaufen. Wobei zugegeben, passend wäre das. Egal, ich möchte meinen Bruder zurückhaben. Und dafür werde ich alles geben. Da ist er. König Buhu. Ich will, dass du Luigi zurückverwandelst. Ich bin nicht König Buhu. Ach so, okay. Dann muss es irgendwo ein anderer sein. So, das muss die richtige Röhre sein. Und los. Hey, hört auf, mich zu verkeksen. Na, wartet. Euch werde ich noch in die Finger kriegen, Freunde. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Münzen bekommen, aber leider keine Spur von König Buhu. Das war eine knappe Kiste. Okay, ab durch die Tür. Da wohnt er bestimmt. König Buhu. Hier also auch noch nicht. Stattdessen gibt es ganz viele Spukmatze. Einmal weiter und das muss die richtige Tür sein. König Buhu, verwandle meinen Bruder zurück. Hä? Wo bin ich denn jetzt angekommen? Wo bin ich? Ey, Moment mal. Die Tür ist weg. Ey, nein, das gibt's ja nicht. Ich komme nicht mehr zurück. Das ist eine Falle. Hier sind überall Halloween-Kürbisse. Jetzt kriege ich Lust auf Kürbissuppe. Oh, okay, war ja nur ein Scherz. Darunter stecken also Goombas. Naja, ich muss weiter. Ich habe keine Zeit, um mit euch Goombas zu spielen. Ich suche den König der Buhus. König Buhu, ich komme! Zeig dich! Wo versteckst du dich? Da vorne ist er. König Buhu, warum trägt er einen Fahrradhelm? König Buhu, ich möchte, dass du meinen Bruder Luigi zurückverwandelst. Ja, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass Luigi aussieht wie ein Skelett. Doch ich verrate dir ein Geheimnis, wenn du mich in einem Wettrennen besiegst. Ein Wettrennen? Na gut, ich bin auf jeden Fall bereit. Auf los geht's los. 3, 2, 1 und go! Okay. Ich muss die blauen Sterne nutzen, um vor Buhu am Ziel zu sein. Nur wenn ich Erster werde, finde ich heraus, wie ich Luigi zurückverwandeln kann. Oh, lecker Fleischkeulen. Warum hast du Fleischkeulen hier? Naja, die brauche ich für meine Halloween-Party. Oh Mann. Und alles voller Knochen. Na, du hast es hier aber schön dekoriert, mein Freund. Okay, schon wieder auf Platz 2. Ich muss Gas geben. Ich muss auf dem ersten Platz landen. Komm. Das sieht aktuell nicht gut für mich aus. Echt eine knappe Kiste. Jetzt. Bin ich auf Platz 1? Ja, ich bin auf Platz 1. Na warte, so leicht mache ich es dir nicht. Vielleicht habe ich dich überholt. Glaubst doch nur du. Aber an dem letzten Hindernis kommst du nicht vorbei. Universum-Minen. Bitte was? Oh nein, die explodieren ja auch. Okay, schön festhalten. Ich bin immer noch auf Platz 1. Alles ist gut.
Puh, geschafft. Oh, ich hänge irgendwie an dem Stern. Hier ist... Nein! Oh, gerade noch rechtzeitig geschafft. Du bist schneller als Yoshi, mein lieber Scholli. Okay, wie versprochen verrate ich dir ein Geheimnis. Und zwar, ich kann Luigi nicht zurückverwandeln. Ja, aber was? Ich dachte, du hilfst mir jetzt. Naja, nicht direkt. Du könntest ja mal Kamek fragen, ob er ihn zurückverwandelt. Der hat ja magische Kräfte. Ja, und wie komme ich jetzt zu ihm? Warte, ich schenke dir diesen Stern. Damit kommst du direkt zur Insel von Kamek. Oh, wow. Vielen Dank, König Buhu. Den schnapp ich mir sofort. Ja, nimm ihn und verschwinde. Ich muss noch alles für meine Halloween-Party vorbereiten. Oma Angela und Opa Olaf kommen noch. Oh ja, ja, okay, okay, ich mach mich ja schon auf den Weg. Tada, da wären wir auch schon. Willkommen in der Galaxie. Und hier soll sich irgendwo Kamek aufhalten? Aber wo genau? Ich habe keinen blassen Schimmer. Oh, da hinten. Schaut euch mal diese Stahlgitter an. Wie komme ich da rein? Ist da... Ah, das ist viel zu schwer. Ich krieg diese Stahltür nicht auf. Da muss es irgendwo eine andere Möglichkeit geben. Lasst mal nachsehen. Uiuiui. Hoppala. Eine Kanone? Schaut euch das mal an. Die bringt mich theoretisch genau zu diesem Planeten. Machen wir uns also gleich mal auf den Weg und schauen, was wir hier möglich machen können. Eine Feuerblume. Na hoppala, jetzt ist sie weg. Aber genau das, was ich brauche. Vorher werde ich aber die Oktopus-Gegner besiegen. Na kommt her. Ihr habt keine Chance. Nicht, wenn ich Regenbogen-Mario bin. Wuhu, da geht die Post ab. Oh, aber wo ist die Feuerblume denn jetzt abgeblieben? Die müsste doch hier irgendwo ganz... Ah, da ist sie ja. Sehr schön. Feuer Mario ist zur Stelle. Lass uns also schnell die Feuerkelche direkt vor dem Stahltor aktivieren. Sie entflammen, sodass dieses Tor dann hoffentlich aufgeht. Nummer 1 und Nummer 2. Wunderbar. Hey, du fiese Krabbe, weg mit dir. Boah. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Und da vorne ist Kamek. Hey! Warte mal, du bist nicht Kamek. Du bist nur ein normaler Magi-Cooper. Wo ist er denn? Kamek, zeig dich! Vielleicht ist er hier irgendwo im Wasser. Okay, dann heißt es wohl auf Tauchstation gehen. Boah, ich muss mich beeilen. Der arme Luigi, der ist ein Skelett. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn er dafür immer ein Skelett bleibt. Ich will doch noch so viele Abenteuer erleben, zusammen mit meinem Bruder. Jetzt aktivieren wir erst einmal diesen Schalter, sodass wir durch dieses Gitter kommen. Und dann geht es auch schnurstracks wieder nach oben. Aber volle Kanne, bevor ich keine Luft mehr habe, um zu atmen. Da ist noch ein Schalter. Erst wenn ich diesen aktiviere, verschwindet das Gitter. Oh oh, da sind auch noch ein paar weitere Oktopusse. Schnell weg hier. Da oben, wir sind gleich da. Noch ein kleines bisschen. Wunderbar. Da ist ein Geisterschiff. Ich wette mit euch, dass Kamek auf diesem Schiff auf uns wartet. Nicht wahr, kleiner Buhu? Genau, der ist auf dem Schiff. Lass mich in Ruhe. Okay, okay. Ich wollte dir ja nichts antun, aber ich wollte Kamek fragen, ob er Luigi zurückverwandeln kann. Kamek, wo bist du? Kamek, zeig dich! Wer stört mich denn da? Bitte, du musst Luigi zurückverwandeln. Er ist ein Skelett. Das ist mir egal. Lass mich in Ruhe. Ja, aber du musst mir helfen. Ja, nie und nimmer. Getroffen! Oh nein! Ich muss ihn irgendwie stoppen, bevor es zu spät ist. Vielleicht kann ich Luigi zurückverwandeln, wenn ich Kamek besiegt habe. Oh nein! Schon wieder ein Treffer! Ich muss besser auf mich aufpassen. Komm doch her, Mario! Mit Sicherheit wirst du auch zu einem Skelett verwandelt werden. Was? Also bist du doch dafür verantwortlich? Nein, unser Boss ist dafür verantwortlich, aber nicht ich. Ja, aber wenn du schon mal hier bist,
kann ich dich unserem Boss ausliefern. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss Kamek unbedingt besiegen, um dann herauszufinden, wer dahinter steckt. Wer ist der Boss von Kamek? Vorsicht, Vorsicht. Oh nein. Jetzt wird's wirklich gefährlich. Ich habe nur noch einen einzigen Kraftpunkt. Nimm das, Kamek. Ah, du machst also ernst? Na, dann komm doch mal hoch. Los, Magikoopas. Ihr müsst mir helfen. Oh, das wird nicht einfach werden, aber ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich muss Luigi retten. Los geht's. Komm her, Kamek. Ich werde dich stoppen. Oh, nein, nein, nein. Oh, oi. Puh, ich denke, ich hab's geschafft. Alles in Butter. Mario? Luigi? Oh nein, du siehst ja immer noch aus wie ein Skelett. Viel schlimmer, Mario. Du bist ja auch ein Skelett. Was? Oh nein, das stimmt. Nein. Oh nein, Mario, wir sind verloren. Ja, das sind wir. Nein. Oh nein. Oh nein. Jungs, stopp. Was ist denn bei euch los? Was seid ihr denn für Mem? Prinzessin Peach, schau uns an. Wir sehen aus wie Skelette. Genau. Oh nein. Blubario steckt dahinter. Immer an Halloween verwandelt er Menschen zu Skeletten. Macht euch keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Oh, Prinzessin Peach, du bist einmalig. Genau, wir lieben dich. Oh weia, wir Frauen sind eben doch besser. Na gut, dann mache ich mich gleich mal auf den Weg, damit der Zirkus hier ein Ende hat und wir endlich Halloween feiern können. Los geht's. Eieieiei, knallbunt und ja, wie schon gesagt, wie im Zirkus. Typisch Blubarios. Okay. Und schön rüberschwingen. Heppa! Wunderbar, Achtung! Und Zeit für eine Rutschparty! Yay! Oh, Mario und Luigi, die passen auch wirklich nie auf sich auf. Und ich meine, nichts gegen Luigi, aber was anderes habe ich nicht erwartet. Aber Mario? Dass der so einfach ausgetrickst wird? Ich weiß ja nicht. Ein Powerstern. Super. Den nehme ich gleich mal mit. Kann ja nicht schaden. Uiuiui. Das war knapp. Ich muss besser auf mich aufpassen. Okay. Nächster Abschnitt. Blubarios, ich komme. Ich hoffe, du hast Kürbissuppe vorbereitet. Oh oh. Ganz viele Piranha-Pflanzen. Hier muss ich erstmal irgendwie durchkommen. Ach, Herr Jemine. Wow, ein Megapilz. Na dann, kommt mal alle her. Wunderbar. Und jetzt schön gegen den Uhrzeigersinn laufen. So kann ich alle Piranha-Pflanzen in 0,0 besiegen. Supi. Sehr schön. Und das gibt ganz viele Münzen als Belohnung. Yay. Sehr schön. Okay, schnell zum nächsten Trampolin. Das wäre dieses Trampolin hier. Okidoki. So, und ab durch die Röhre. Ah, wenn ich da irgendwie bloß reinpassen würde. Jetzt, sehr schön. Juhu. Vorsichtig. Vorbei an dieser Stachelwalze. Und dann schwinge ich mich wieder auf die andere Seite. Ui, grüne Münzen. En masse. Die nehme ich alle gerne mit. Oh, noch ein Powerstern. Sehr schön. Wir haben es fast geschafft. Da vorne ist das Ziel. Doch wir müssen am Ziel vorbeilaufen. Denn dort ist das Versteck von Blubarios. Ja, ja. Alle Jahre wieder versucht er es mit dem Trick. Blubarios, ich komme. Retten wir Mario und Luigi. Ah, wir sind so gut wie da. Da vorne. Da komme ich direkt zu ihm. Doch vorher schaue ich noch, was in diesem Fragezeichenblock ist. Oh, eine Doppelkirsche. Hey, huhu. Jetzt ist es Zeit für Doppelprinzessin Peach. Los geht's. Yeah. Hey, Blubarios. Schluss mit den Spielchen. Zeig dich. Skeletor, ich find's lustig. Ich liebe Halloween. Aber jetzt gibt's erstmal Ärger. Ja, glaub's auch nur du. Komm doch her, wenn du dich traust. Ich werde dich auch verwandeln in ein Prinzessinnen-Skelett.
Nichts da. Mich wirst du niemals kriegen. Vor allem weißt du nicht, wer die echte Prinzessin ist. Hey, stopp! Ich werde euch einfach alle zertrampeln. Ja! Oh, nee. Das ging schon wieder daneben. Sehr gut. Mädels, wir haben es gleich geschafft. Na, warte. Diesmal werde ich wirklich alles geben und dich zertrampeln und dann anschließend in ein Skelett verwandeln. Blubarios, das Spielchen ist jetzt endgültig vorbei. Und zack. Oh nee, bis zum nächsten Halloween-Fest. Oh. Yay, wir haben es geschafft. Super. Und ganz viele Münzen gibt es oben drauf. Na, hoffentlich sind jetzt unsere lieben Mario Brothers zurückverwandelt. Danke, Mädels. War immer wieder eine Freude, mit euch hier zu kämpfen. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Oh nein, wie lange soll das noch dauern? Ich weiß es nicht, Luigi. Hä? Was passiert hier? Mario, wir sind wieder die Alten. Du hast recht, Luigi. Prinzessin Peach hat's geschafft. Yeah, juhu! Kennt ihr schon die Geschichte, in der Mario Luigi erschreckt? Wenn nicht, schaut sie euch unbedingt an und tippt auf dieses Video hier. Bleibt katztastisch!